Hi, schön, dass du da bist beim Einsingen. Wir wollen gleich starten mit dem Körper. Den machen wir natürlich wie immer als allererstes warm. Und dafür strecken wir uns erstmal bis ganz nach oben. Als würdest du die Glühbirne aus der Decke drehen wollen. Oder Äpfel pflücken. Dann machen wir jetzt einmal ganz schön locker alles entspannen. Wir klopfen uns aus. Wir beginnen am linken Arm bis zur Schulter. Es darf ruhig ordentlich klatschen. Nicht wehtun, aber nicht zu zaghaft. Bis zu den Füßen. Und einmal den Rücken ausklopfen. Und die Schultern. Klopft ihr auf die Schulter. Vielleicht ist heute schon was Gutes passiert. Ich weiß es nicht. Einmal den Nacken ausstreichen. Dabei könnt ihr schon schön den Kiefer hängen lassen. Diese Körperübungen sind dazu da, um in eine singerische Grunddisposition zu finden, anzukommen, damit wir gleich entspannt singen können, ohne dass uns irgendwas stört. Also wenn heute irgendwas Blödes schon passiert ist, weg damit. Wenn heute noch Stress auf dich zukommt, auch weg damit für den Moment. Jetzt erstmal entspannen, da sein. Dazu einmal das Gesicht auskneten. Da, wo du verspannt bist du verspannt, vielleicht bist du total locker, dann kannst du natürlich schneller durch diese Übung gehen. Wenn du verspannt bist, bleib irgendwo länger. Jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsübungen. Löwe-Zitrone heißt die bei mir. Und zwar machen wir jetzt die Zitrone. Stell dir vor, du beißt in eine Zitrone, mein ganz kleines Gesicht. Und ein ganz großes. Und ein kleines. Und ein großes mit Zunge raus. Und wir gähnen. Noch einmal. Ihr dürft gerne einen Ton mit dazu nehmen. Ganz entspannt. Einmal seufzen. Damit wir auch unsere Atmung gut dazu nehmen, strecken wir uns einmal ganz nach oben. Und zwar gehen wir dazu auf die Zehenspitzen. Ich fürchte, meine Füße sind gar nicht ganz drauf und meine Hände auch nicht. Meine Hände sind so gestreckt und ganz aktiv. Und das hältst du jetzt einfach mal Po anspannt, alles festmachen und dann lösen wir erst auf die Füße. Und dann die Hände. Die Ellbogen, die Schultern, den Kopf und wir fallen hier an der Hüfte zusammen, ganz nach unten und hier bleibst du einmal 5 Atemzüge hängen, Augen schließen, Kiefer locker und achte einfach nur auf deine Atmung. Deine Flanken dehnen sich. Und wenn du mit deinen 5 Atemzügen fertig bist, roll ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Der Kopf als allerletztes. Und wenn du hier angekommen bist, stehst du eigentlich schon richtig gut. Deine Füße sind hüftbreit, die Knie sind leicht gelöst. Du bist aufrecht, der Kopf schwebt über den Schultern. Und so können wir gleich in unsere ersten Töne starten.